Herzlich willkommen bei Brave Hearts, der Sendung für alle, die mutigen Herzen sind. Ich bin heute im Paradieschen gelandet und was es damit auf sich hat, das erzählt uns gleich unser Gast. Herzlich willkommen, Ricky Knoll. Du bist Hüterin des Paradieschens, darf man das so sagen? Nein, das darf man nicht so sagen. Ich bin Mitglied im Paradieschen. Das gehört einer, wir sind eine Gruppe, wir haben einen Verein gegründet und wir haben unseren Gemeinschaftsgarten Paradieschen genannt. So stellt sich das dar. Okay, bevor wir jetzt ins Paradieschen hineingehen, hast du mir ja gesagt, du zeigst mir draußen ein bisschen was. Du bist Spezialistin für Wildkräuter. Ja, ich beschäftige mich schon seit meiner Kindheit. Hat mich immer schon interessiert, was da so am Boden wächst. Also ich habe meinen Blick immer nach unten gerichtet und schaue, was da zu meinen Füßen so vor sich geht. Und im Laufe der Jahre, also jetzt wirklich intensiv, seit sicher 20 Jahren oder noch mehr, beschäftige ich mich mit Wildkräutern und vor allem in Hinsicht darauf, was man essen kann. Also ich weiß, dass sehr viele auch sehr gesunde und sehr heilsame und heilwirksame Eigenschaften haben, aber für mich steht im Vordergrund das Essen. Aber ich darf dir jetzt ein bisschen über die Schulter schauen. Ja, bitte. Geh mit mir. Ja. Wir haben hier eine Wiese, wo man noch ein bisschen was findet, ein paar nette Sachen, die auch jetzt noch immer ganz gut in den Salat wandern können. Zum Beispiel haben wir da das ganze Jahr über kann man den Löwenzahn natürlich pflücken. Das geht immer. Und sehr gut ist auch der Spitzwegerich. Ein wahres Kraftkraut. Was kann der Spitzwegerich? Der Spitzwegerich ist sehr gut für alle Hals- und Rachenerkrankungen, Husten und ist ganz generell ein kraftspendendes Kraut. Und der Löwenzahn ist sowieso eine sehr, sehr kräftigende Pflanze, ist sehr durch die vielen Bitterstoffe sehr gut geeignet für die Verdauung, unterstützt die Leber und reinigt. Also sind alle Pflanzenteile sind genießbar. Man kann eben auch jetzt, also nicht nur im Frühling, wenn es heißt, der kommt in die Frühlingskräutersuppe, den kann man das ganze Jahr über pflücken. Entweder roh in den Salat, aber auch immer noch als Wildgemüse gedünstet. Hier haben wir noch ein ganz hübsches Kraut, das Weidenröschen, das einfach aufgrund seiner Blüten sehr hübsch ist, also zur Dekoration und schmeckt natürlich auch ganz gut. Diese Schoten öffnen sich nach und nach und darauf sind dann ganz klein diese Härchen behafteten Samen verbunden und der nächste Windhauch, immer die Ältesten, die Obersten, nimmt es mit und verbreitet so. Ich finde es einfach total entzückend. Was wir da noch haben, was auch fast das ganze Jahr übergeht, das ist der Rotklee. Besonders für Frauen sehr wichtig, weil er Phytohormone beinhaltet. Besonders für Frauen im Wechsel, in den Wechseljahren unterstützt, weil es eben so Vorstufen von Östrogenen bildet. Wie ist der dann anzuwenden? Auch in Salat hineingeben zum Beispiel. Oder trocknen und als Tee. Ist das Labkraut. Das ist jetzt leider Gottes schon ein bisschen, das wird schon sehr dünn jetzt, aber speziell im Frühling kommt es mit ganz dicken, rötlichen Stängeln heraus und das kann man auch in den Salat geben und auch das findet man fast das ganze Jahr über. Bei uns findet man leider nur das Wiesenlabkraut, das weiß blüht. In Niederösterreich zum Beispiel weiß ich, dass es dort das echte Labkraut gibt. Es blüht gelb und verbreitet einen herrlichen Honigduft. Und darum heißt es auch Honiglabkraut. Was zum Spitzwegerich noch zu sagen ist, das hier sind schon die verblühten Blütenstände. Aber wenn die ganz jung sind und noch geschlossen sind und so grün, bevor sie die weißen Blütenfäden kriegen, sind sie herrlich geeignet zum Einlegen und die schmecken dann wie Pilze. Die sind hervorragend zum Käse zum Beispiel, also für so Antipastiteller. Man tut es einsalzen und dann in einem guten Olivenöl einlegen. Also einfach Salz, Olivenöl? Also zuerst einsalzen, ein paar Tage stehen lassen und dann ein gutes Olivenöl drüber und dann ist es haltbar. Gehen wir ein bisschen in den Schatten. Sehr gern. Zeig mir dein Paradieschen. Ich zeige euch das Paradieschen.
Wir haben heuer im Frühjahr den Verein gegründet und St. Virgil war so großzügig und hat uns diese Fläche hier zur Verfügung gestellt. Das sind knapp 1000 Quadratmeter und wir haben alles per Handarbeit, alles umgeschaufelt, sämtliche Wege angelegt, sämtliche Beete angelegt, Zäune gebaut, Sitzgelegenheiten gebaut, eine Werkzeughütte hingestellt und dann so nach und nach das Paradieschen angelegt. Und das Besondere daran ist, es gibt kein einziges rechteckiges Beet, sondern die haben alle unterschiedliche Formen, denn die Grundstruktur heißt Lavendelfalter. Okay, was ist das? Die Beete sind eben gespiegelt angelegt wie ein Falter, weil das Grundstück grundsätzlich ein bisschen dreieckig ist. Und wir haben hier 18 große Beete, 5 kleine und 2 Hochbeete, ein Kinderbeet, ein Experimentierbeet und einen Kürbishügel, wo auch schon Melonen wachsen und jede Menge Zucchini und Kürbisse zum Ernten sind. Und viele, viele Gemeinschaftsflächen, also mit vielen Blumen. Da oben ist überhaupt eine Blumenwiese angelegt, damit die Bienen ganz viel zum Sammeln vorfinden. Und wie man hier sieht, da wachsen dann ordentlich schon die Sonnenblumen in den Himmel. Also ich schätze mal, die haben locker 3 Meter und nicht noch mehr. Hier ist der Eingang zu unserem Paradieschen. Und jetzt setzen wir uns in den Schatten. Wunderbar. Dieser Anlageplan vom Paradieschen, der ist ja demokratisch entschieden worden, hast du mir erzählt. Ja, genau. Und zwar haben da ein paar Ideen gehabt, wie man die Beete anlegen könnte. Und die sind dann zusammengefasst worden und in einem demokratischen Prozess, Mehrheitsbeschluss, ist es abgestimmt worden und die Wahl ist auf das Projekt Lavendelfalter gefallen. Das hat entworfen die Gabi Kriegs. Die Besonderheit ist eben, dass kein einziges Beet rechteckig ist, sondern alle möglichen Formen hat. Und durch allgemein Flächen, die dann mit Blumen bepflanzt wurden, sind alle einheitlich gleich groß, trotz der unterschiedlichen Formen. Und du bist im Gründungsverein? Ich bin von Anfang an mit dabei. Wir haben uns von einem anderen Gemeinschaftsgarten abgespalten, weil es da einfach Unstimmigkeiten gegeben hat. Und eine Gruppe hat sich eben abgespalten und vor allem unter Christian Müller, der besondere Verbindungen zu St. Virgil hatte, ist es dann da entstanden und man hat sich dann geeinigt und wir haben zu sehr günstigen Konditionen diesen Gemeinschaftsgarten zur Verfügung gestellt bekommen. Einzige Auflage dabei, wir haben drüben einen Gemüsegarten für St. Virgil für die Verpflegung, den wir mitbewirtschaften, den wir auch angebaut haben und pflegen und mitbewirtschaften. Das heißt, St. Virgil bezieht dann auch sein Gemüse von uns da, von dem Garten. Und jetzt ist ja das Gärtnern und die Wildkräuter, das sind ja nicht deine einzige Passion. Ich sag nur Codewort Don Giovanni. Ja, das hat sich zufälligerweise schon 2020 ergeben gehabt, aber dadurch, dass diverse Lockdowns und die Pandemie uns dazwischen gefahren ist, ist es um ein Jahr verschoben worden. Ich bin aufgenommen worden als Statistin bei Don Giovanni. Und ich bin eine von diesen berühmten 150 Salzburger Frauen, die da auf der Bühne sind mit dem Don Giovanni. Und das war extrem spannend. Sehr, sehr aufregende ganze Entwicklung und unglaublich interessantes mitzuerleben, wie sich so eine große Produktion entwickelt, wie immer wieder Choreografien umgeschmissen worden sind und dann wieder neu einstudiert. Und es war doch relativ zeitaufwendig. Man muss schon zeitlich sehr flexibel sein, man muss viel Zeit haben. Die Proben haben Ende Juni begonnen. Intensivprobenphase waren dann 14 Tage im Juli vor Premiere Beginn und vor dem Beginn generell. Da musste man schon sehr auf Abruf bereitstehen und immer wieder fast jeden Tag Zeit haben, auch zur Probe zu kommen. Aber inzwischen haben wir es geschafft. Es hat schon 5 Aufführungen gegeben und es macht unheimlich viel Spaß. Es ist unglaublich, ein unglaubliches Erlebnis, wenn man dann sozusagen mit einem Meter Abstand mit den Solisten das direkt auf der Bühne erlebt. Der einzige Nachteil ist, ich habe es selbst noch nie gesehen.
Also ich habe auch vom ersten Akt noch nie was gesehen, weil wir sind immer nur im zweiten Akt an der Reihe. Und während des ersten Akts sind wir in der Maske. Also jetzt werden wir es dann bei den Festspielnächten am Kapitelplatz anschauen. Bin schon sehr gespannt drauf. Wie ist erstens mal die Premiere gewesen? Das ist ja immer was ganz Besonderes in Salzburg. Die Premiere war sehr, sehr gut. Also wir haben sehr, sehr freundlichen Applaus von den Zuschauern bekommen. Und es gibt eine bestimmte Szene im Friedhof, wo wir sozusagen die Hauptrolle spielen, wo es dann eben auch Szenenapplaus gegeben hat. Das war auch sehr was Besonderes. Wobei ich auch sagen muss, es ist jede Aufführung dann anders und auch vom Publikum her ganz anders. Und also je öfter wir jetzt aufgeführt haben, desto mehr Applaus haben wir eigentlich bekommen. Also sehr interessanterweise. Und das sind schon immer Gänsehautmomente. Also gerade der Schlussapplaus. Das ist was Besonderes, ja. Ist das jetzt eine neue Passion, wo du sagst, ich möchte das unbedingt wieder machen? Das weiß ich noch nicht, das muss ich erst entscheiden. Also ich bin jetzt aufgenommen in der Kartei, ich hatte auch noch einmal einen extra Termin zur Abmessung, wo die ganzen Körpermaße für eventuelle Kostüme noch notiert werden. Ich bin jetzt einfach da in dem Statistinnenpool und werde informiert für die nächste Produktion und dann entscheide ich. Während der Proben habe ich ein paar Mal gedacht, warum habe ich mir das angemacht? Inzwischen ist natürlich, Routine geworden. Ja, es ist einfach sehr zeitaufwendig. Ja, es ist sehr zeitaufwendig und die Zeit muss man einfach haben. Ich konnte mir es Gott sei Dank einteilen. Ich bin ja einerseits in Pension, andererseits nur mehr als freie Journalistin tätig und habe mir es Gott sei Dank so einteilen können, dass ich wirklich auch zwischendurch immer die Zeit hatte dazu. Hast du mir jetzt das Stichwort gegeben für deine Vielfältigkeit, denn du bist zwar in Pension, arbeitest aber immer noch als Journalistin. Ja. Erzähl einmal von deinem Werdegang. Mein Werdegang ist noch bunter, als du glaubst. In meinem früheren Leben, so sage ich es nämlich immer, war ich nämlich Lohnverrechnerin. Ich habe nach der Matura einfach ganz normal in einem Büro zum Arbeiten angefangen. Es hat sich halt so ergeben, dass das in einer Finanzabteilung war. Und irgendwann einmal habe ich mich auf Lohnverrechnung spezialisiert. Das habe ich auch ungefähr 10 Jahre lang gemacht, bis ich dann festgestellt habe, das ist irgendwie nicht auf Dauer. Habe dann einen Schnitt gemacht, bin 6 Wochen alleine durch Amerika getingelt. Und wie ich zurückgekommen bin, hat sich dann ergeben, ein neuer Job, wo zwar Personalkenntnisse gefragt waren, aber nicht mehr die Verrechnerei. Und das war in einem großen Salzburger Unternehmen als Assistentin vom Geschäftsführer, der auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. Und damals war ich dann immer wieder mal dabei, wenn es Pressekonferenzen gegeben hat und wenn sowas zu organisieren war. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber schon interessant. Und haben wir gedacht, das möchte ich eigentlich auch gern. Habe nebenbei dann zum Studieren angefangen, Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften. Und habe dann die Gelegenheit gekriegt, beim ORF im Landesstudio Salzburg anzufangen, wo ich sozusagen das Handwerk gelernt habe. Im Laufe der Jahre hat sich dann ergeben, dass es hat einfach damals keine Anstellungsverhältnisse gegeben und es war als freie Mitarbeiterin schon schwierig. Hat sich dann die Gelegenheit ergeben, bei einer Zeitung anzufangen. Das ist ein Gratisblatt, das nach wie vor in Salzburg überall verteilt wird. Habe aber nicht bedacht, dass das als Einzelkämpfer in der Denningauer Redaktion, also wirklich sehr zeitaufwendig war und ist auch meine Gesundheit gegangen. Da habe ich einfach einen Schnitt machen müssen, zurückstellen, zumal ich zu der Zeit auch in Lungötz gelebt habe mit meiner Familie, habe in der Zwischenzeit einen Sohn bekommen und hat sich dann ergeben, die Stelle mit der Öffentlichkeitsarbeit in einem gemeinnützigen Gesundheitsvorsorgeunternehmen in Salzburg. Und da habe ich ja nur mehr Teilzeit dann gearbeitet.
eben auch mit der ganzen Fahrerei nach Langgötz und nach Salzburg, das war einfach dann eh ausreichend. Ich habe aber währenddessen den Journalismus also wahnsinnig vermisst. Also, obwohl das so anstrengend war, ich habe es irrsinnig gern gemacht. Und in der Öffentlichkeitsarbeit ist man halt immer abhängig auch von Menschen, die wollen, dass man eher eine Botschaft transportiert und immer wieder neu transportiert. Und das ist mir dann irgendwann einmal nicht mehr so gut gelungen. Und habe dann die Gelegenheit genützt, wie sie sich ergeben hat, wieder zurück in die Medienbranche zu gehen. Und war dann 2013 nur mal in Tennengau, wobei ich früher gesagt habe, ich gehe nie mehr wieder in Tennengau, weil ich ja auch in der Zwischenzeit mich vom Vater meines Kindes getrennt habe und nach Salzburg wieder übersiedelt bin mit meinem Sohn. Aber nachdem wir das so derartig freundlich empfangen und aufgenommen haben, war ich dann doch sehr gerne dort und nach einem Jahr ist eine Stelle in Salzburg frei geworden. Also seit 2014 bin ich bei den Stadtnachrichten im Haus der Salzburger Nachrichten als Redakteurin angestellt gewesen bis 2020 und vor einem Jahr bin ich in Pension gegangen. Habe mir jetzt einen freien Dienstvertrag ausgehandelt und genieße es inzwischen sehr, dass ich sehr frei bin in meiner Zeiteinteilung. Ich mache das, was ich vorher auch immer sehr gern gemacht habe, nämlich so Stadtteilseiten, besondere Geschichten aus besonderen Stadtteilen, die in einem wiederkehrenden Rhythmus geplant wurden. Und das mache ich nach wie vor. Das heißt, ich habe ungefähr alle 14 Tage einen Einsatz und da mache ich einige Seiten in der Zeitung. Nebenbei hat sich herausgestellt, dass sie bei der ESN ein paar Löcher noch haben und da gibt es auch immer wieder Gelegenheiten, dass ich Geschichten unterbringe und zwar hauptsächlich in der Wochenendausgabe oder so in Beilagen, in Journalen oder Magazinen, die den SN immer wieder mal beiliegen. Was ich extrem interessant finde, weil das sind dann Geschichten von A bis Z. Also einerseits habe ich die Stadtteilgeschichten, ich bin gut vernetzt in den Stadtteilen, habe meine Kontakte. Andererseits eben ganz andere Themen, das geht von Architektur bis Pferdewirtschaft, sage ich jetzt mal. Und sehr bunt und da kann ich so ziemlich mich mit allen beschäftigen, was mir halt gerade so unterkommt. Also was ich so sehr schätze an dem Ganzen, ich lerne so wahnsinnig viel dabei, weil ich so viele verschiedene Menschen kennenlerne mit dem, was diese Menschen machen und ich finde das unglaublich spannend, weil meiner Meinung nach hat jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen. Würdest du behaupten, dass du immer deinem Herzen gefolgt bist? Es muss wohl so gewesen sein. Auch wenn es mir in der Situation oder in den Situationen meist nicht so bewusst war. Es ist sehr häufig auch aus einer Not heraus geschehen oder aus einer Situation, die nicht gut war für mich, die ich meistens bis zum fast geht nicht mehr durchgehalten habe, aber irgendwann einmal dann entschieden habe, nein, so kann es nicht weitergehen und es ist besser, ich mache jetzt was anderes. Zumal ich ja auch Verantwortung für ein Kind zu tragen hatte und immer noch habe. Der ist wohl jetzt inzwischen schon groß. auch sehr aufregend, hat sich vorher nicht ganz so absehen lassen. Der hat inzwischen seinen Master in Chemie gemacht und ist gerade vor ein paar Tagen abgereist in die USA. Weil er dort an einer Universität akzeptiert worden ist, um seinen PhD, also sein Doktorat zu machen. Was mich natürlich unheimlich stolz macht. Gibt's etwas, das du deinem 20-jährigen Ich sagen würdest, wenn es ginge? Also Zeit zurückreisen und dann... Ja, gibt's sehr wohl. Einer meiner Träume war ja immer, im Ausland zu leben und zu arbeiten. Der hat sich nie so verwirklichen lassen, wie ich mir das erträumt hätte. Ich habe ein paar Mal versucht, nach Großbritannien zu gehen, um dort zu arbeiten. Es hat einfach, wir waren damals noch nicht bei der EU, das war also unglaublich schwierig.
Und als ich dann, als wir dann bei der EU waren, hatte ich dann schon Mann und Kind. Also da war es wieder anders. Was ich meinem 20-jährigen Ich sagen würde, trau dich einfach. Ich war zu ängstlich. Ich wollte das alles ordnungsgemäß machen. Ich wollte das nicht als U-Boot irgendwo hingehen und schauen wir mal. Ja, einfach trauen. Es wäre möglich gewesen, aber es war halt nicht so. Und ich bin auch nicht mehr traurig drüber. Es hat mich schon eine Weile ein bisschen verfolgt, aber inzwischen haben sich einfach andere Dinge ergeben, die mich eben auch sehr glücklich machen. Wäre das auch was, das du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mitgibst? Traut sich einfach? Ja, auf jeden Fall. Nicht so viel an sich selbst zu zweifeln. Es ist immer irgendeine Möglichkeit da. Und wenn einem auch vorkommt, es ist so unglaublich überwältigend und so angsteinflößend, es ist möglich. In Wirklichkeit ist es ja so, dass man sie ja auf sich verlassen kann dann. Man weiß ja, dass man mit beiden Beinen im Leben steht und du weißt, dass das dann auch, dass du das dann auch bewältigen kannst. Mhm. Irgendwer hat einmal gesagt, du bekommst in deinem Leben nur so viele Lasten aufgelegt, wie du tragen kannst. Aber die bekommst du dann. Das ist ein wunderbares Schlusswort, ein mutmachendes. Ja. Liebe Ricky, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in ein aufregendes, spannendes Leben. Ja, liebe Bravehearts-Fans, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank, dass ihr heute hier mit dabei wart im Paradieschen. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Sendung. Immer am ersten Freitag im Monat um 19 Uhr hier auf Happiness Reloaded und danach auf YouTube, Vimeo und Anchor FM.